Bitte. Hallo alle zusammen. Wir haben ja jetzt überall die Maskenpflicht beim Einkaufen oder auch sonst wo wir hingehen, müssen wir eine Maske tragen. Und da möchten wir euch einfach auch mal zeigen, wie funktioniert denn das, sie aufzusetzen und vor allem, was macht man eigentlich mit der Maske, wenn man sie wieder abgesetzt hat und möchte sie irgendwo wieder verpacken, wenn man sie zu Hause wieder aufbereiten möchte. Hierzu fangen wir einfach mal an und nehmen die Maske, die wir bereits uns auch passend verpackt haben, in einen Beutel. Und zuerst nehmen wir diese Maske mal vorsichtig aus dem Beutel raus. Wichtig, wascht euch vorher die Hände, damit ihr nicht unnötig Schmutz und Krankheitserreger auf die Maske bringt. Und greift sie nach Möglichkeit nur am oberen Rand auch an. Ihr könnt sie langsam raus. Die Tüte schmeißt nicht weg, sondern hebt sie schon mal sicher auf. Beim Entfalten der Maske gilt natürlich auch nur an den Rändern die Maske anzufassen. Und jetzt kommt es ein bisschen auf den Maskentyp an. Je nachdem müsst ihr die bereits ein bisschen ausfalten, damit sie schon bereits abdeckt. Wenn die Maske aber soweit passt, dann könnt ihr sie vorsichtig über Nase und Mund aufsetzen. Und die Gummizüge werden über die Ohren gehängt. Einige Masken haben jetzt noch einen Drahtzug in der Nase. Den muss man dann noch anpassen, damit es auf der Nase sitzt. Brillenträger haben jetzt oft ein Problem, dass entweichende Luft die Brille beschlägt. Es kann daher Sinn machen, die Brille vielleicht einen Ticken nach vorne zu setzen, damit die Luft nicht ganz so drauf kommt. Wenn ihr jetzt die Maske getragen habt und sie wieder abnehmt, gelten eigentlich die ähnlichen Prinzipien. Wascht euch vorne die Hände. Falls ihr sie desinfizieren könnt, ist es natürlich noch mal besser. Greift an eure Ohren zu den Gummibügeln. Nehmt sie vorsichtig ab. Und faltet sie einmal um, dass das Äußere jetzt nach innen ist. Jetzt könnt ihr sie euch klein zusammenfalten. Damit sie nämlich dann auch gleich wieder in den Beutel passt. Dort könnt ihr sie jetzt dann wieder sicher verstauen. Und dann, wenn ihr wieder zu Hause seid, sie dann entweder gleich zu reinigen, zum Beispiel in der Wäsche oder ähnliches.